Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Spielstand erfolgreich gespeichert. Kapitel 11, Reptane in the Deep. Okay. Komm, Beeilung. Okay. Oh, ja, alle sind hier. Jawohl, ja. Tut mir leid, Leute. Wir haben gerade erst gehört, dass wir zur Gilde kommen sollen und haben uns beeilt. Was ist denn los? Es wurde noch ein Zahnrad der Zeit gestohlen. Was? Und nicht noch eins? Oh ja. Und wo diesmal? Wo wurde dieses Zahnrad der Zeit gestohlen? Nun, es... Was ist? Oh ja. Was ist an dem Ort, von dem du nicht sprechen willst? Oh ja. Warte. Es war doch nicht vom... Doch. Das war es. Diesmal wurde das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee gestohlen. Was? Aber wie? Das Zahnrad der Zeit aus dem Nebelsee. Davon wussten nur wir, oder? Wie konnte das also geschehen? Kann es sein, dass ein Mitglied der Gilde es verraten hat? Was? Das ist eine unangebrachte Unterstellung. Hey, wer vertraut ja eure Freunde nicht? Tut mir leid, es war unangebracht, ihr habt recht. Niemand würde das gegebene Wort brechen, Stillschweigen zu bewahren. Nie im Leben. Ich hätte nachdenken sollen, bevor ich den Mund aufgemacht habe. Tut mir leid. Nun, es ist kein Wunder, dass du auf diese Idee gekommen bist. Ich meine, dieses Unglück ist schließlich direkt nach unserer Expedition passiert. Einen Moment. Ich fürchte, ich verstehe das nicht ganz. Es gab ein Zahnrad der Zeit im Nebelsee. Das wusste ich nicht. Habe ich nicht etwas ganz anderes über eure letzte Expedition gehört? Mir wurde erzählt, dass die Expedition zur Nebelsee gescheitert ist. Ich bitte um Verzeihung, großer Zwirlfinst. Wir hatten ein Versprechen gegeben, darum konnten wir es nicht einmal dir verraten, Zwirlfinst. Wie auch immer. Ein einzelner Eindringling hat sie in den Nebelsee gefunden. Dann hat er Safe überwältigt. Und das Zahn hat der Zeit mitgenommen. Safe? Geht es Safe gut? Ja, es geht Safe gut. Es steht jetzt unter dem Schutz der Truppe von Magnezone. Macht euch keine Sorgen. Oh, puh. Da bin ich erleichtert. Warte, das war nicht alles. Die Zeugenaussage von Safe. Sie offenbart die Identität. Die Identität des Eindringlings. Warte! Oh, mit was für einem Unhold haben wir es zu tun? Der Dieb wird bereits per Steckbrief gesucht. Seht selbst! Dieses Pokémon nennt sich Reptane. Das ist vielleicht ein fieser Ganove. Ein Reptane? Was ist das Pokémon? Steht die Zahnräder der Zeit? Dieser Steckbrief ist gerade erst reingekommen. Er basiert auf der Aussage von Safe und wird im Rahmen einer Großverhandlung eingesetzt. Oh ja, das erklärt einiges. Darum fliegen so viele Pelipper umher. Oberwachtmeister Magnezone versucht offenbar noch Schlimmeres zu vermeiden. Es wurde ein bemerkenswerter hohes Kopfgeld auf Reptile ausgesetzt. Wir haben Safe versprochen. Wir haben versprochen, das Geheimnis des Nebelsees nicht zu verraten. Dann passiert sowas. Wir haben es nicht verraten, aber... Ich könnte Selfie jetzt nicht mehr ins Gesicht sehen. Hey, und wie wisst ihr, was das Schlimmste ist? Der schöne Ausblick dort ist jetzt ruiniert. Und hey, das kann euch niemals verzeihen. Ja. Hey, Gildenmeister. Gildenmeister. Oh Gott. Okay. Luffy! Pokémon! Wir werden Reptane fangen! Wir fangen diesen Dieb, ich schwöre es im Namen der Knuddelhoff-Gilde! Plaudergei, wenn ich bitten darf! Ja. Okay, Pokémon. Ab jetzt konzentriert euch voll und ganz darauf, Reptane zu fangen. Gebt alles, um Reptane zur Rechenschaft zu ziehen. Selbstverständlich! Hey, es kommt nicht in Frage, dass noch eins andere Zeit geschnappt wird. Los, Pokémon, wir müssen alle zusammenarbeiten. Wir müssen es auch für Safe tun. Knuddelhoff.
Ich glaube, ich verstehe die Situation jetzt. Ich werde der Gilde bei der Jagd nach Reptin helfen. Danke, großer Zwölffinst. Oh, Donnerwetter, oh, den großen Zwölffinst auf unserer Seite zu haben. Oh, es macht mir wirklich Mut. Hoi. Hey, hey, es ist uns eine Ehre. Ach was, es ist mir eine Ehre. Nun, es ist Zeit, dass der Geldmeister und ich uns beratschlagen. Wir werden eine Strategie erarbeiten, um Reptin zu finden. In der Zwischenzeit solltet ihr euch auf die Suche vorbereiten. Kommt ja zurück, wenn ihr fertig seid. Okay, Pokémon, übertreffen wir uns selbst. Hurra! Okay. Eieiei. Beeilen wir uns mit den Vorbereitungen, Doki. Vorbereitungen, Doki. Fangen wir mit einem Besuch in Schatzstadt an. Okay. Reptane ist also der Dieb. Willkommen, ich wollte eigentlich nehmen. Danke. Dim, 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 dim. Ich weiß nicht, wen wir ansprechen sollen. Macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Irgendwie hier wen anzusprechen? Ich glaube, hier weiß eigentlich keiner was. Hier vielleicht irgendwie jemand Unauffälliges da? Jemand Auffälliges da, meine ich. Da, wir gehen gleich mal nach links. Da waren wir noch gar nicht. Wir waren noch nie nach links gegangen. Wabsam nehmen wir auf jeden Fall mit. Belebersam, meine ich. Wabsam, ja. Wabsam kaufe ich mir auch extra. Was hast du noch so im Angebot? Dim, 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 dim. Gucken wir mal hier. Vielleicht hat er eine coole Attacke da. Nein, hat er nicht. Natürlich nicht. Warum sollte er auch? Dim, 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 dim. Öffnen wir auch gleich die Box. Die Box des Grauens. Die ganzen Samen lagern. Ehrenkräfte lagern. So. Alles lagern, genau. Nehmen wir auch gleich Belebersamen nochmal mit, würde ich sagen. Ach ja. Reptane ist also der Dieb. Formtau, okay. Reptane. Das Pokémon haben wir also so in den Rückblenden. Nee, nicht in den Rückblenden, sondern in den. Edekit-Karte, cool. In den. Ja. Zwischensequenzen gesehen. Mann, warum knaut der Typ diese verdammten Zahnräder der Zeit, ey? Was hat er davon? Warum wird man zu so einem Ganoven, ey? So. Vor allem zu so einer schlimmen Tat. Also mega schlimm. Ich meine, so andere Pokémon verletzen oder so. Oder, ne? Items klauen und so. Ist auch schlimm, sag ich nichts gegen, aber Zahnräder der Zeit stehlen, Alter. Das ist noch mal einiges schlimmer. Hier ist nichts. Der Busch kommt ein bisschen komisch vor mir, so, aber okay. Hier ist nichts. Okay. Hey, Mundtier, hast du vielleicht was? Hey, bist du ja scheinbar beschäftigt und im Stress zu sein. Ist irgendwas los? Ich habe Ali Pelipa am Himmel gesehen. Ich kann mal nicht verhelfen. Irgendwas geht hier vor und es ist nichts Gutes. Wir haben gehört, der Dieb identifiziert vor dir. Ja, der Dieb. Ich glaube, das bringt nichts, mit denen hier zu reden, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben noch ein Ei von Knuddeluff, ein Ei bekommen. Ei prüfen. Hä? Das Ei? Oh, macht es. Es tut es, ob da gleich was schlüpft. Kann es. Was ist. Noch nicht. Wow! Dein Ernst? Was? Ah, ist. Und. Warte, Moment. Gleich. Okay, und. Nein, doch nicht. Really? Ich guck mal an den Strand, vielleicht ist hier was. Nö. Ich glaube, dann würde ich sagen, gehen wir sogar. Vielleicht ins Pandi-Café? Hier vielleicht irgendwas los? Nee. Kein auffälliges Pokémon. Würde ich sagen, gehen wir zurück. Ja, okay. Wie ich sehe, sind jetzt alle da. Eine Sache vorweg, das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Reptane taucht überall auf, wo sich ein Zahnrad der Zeit befindet. Aber wo befinden sich alle? Das ist die Frage, aber wir haben keine Antwort drauf. Und deshalb vertrauen wir auf den Einfallsreichtum des großen Zwölffinds. Gemeinsam haben wir mehrere Orte identifiziert, an denen sich ein Zahnrad der Zeit befinden könnte. Wir wollen, dass ihr euch in Gruppen aufteilt
und diese potenziellen Standorte erkundet. Als erstes Krakele und Krebskor. Ihr übernehmt die östlichen Wälder. Das ist natürlich der riesige Wald ganz im Osten. Alles klar. Hey, wir werden unser Bestes geben. Als nächstes Pediza, Diktri und Sonflora. Ihr untersucht die Kristallhöhle. Oh, jawohl, ja, das werden wir. Brennen. Oh, weia, ich werde mich anstrengen. Und als letztes Doki und Dragon. Ihr übernehmt die Nordwüste. Die Nordwüste? Richtig. Schlagt eure Wunderkarte auf. Okay. Da finden wir Knacklion. Seht ihr dieses Gebiet? Das Gebiet ist auf der Karte von den Wolken bedeckt. Aber die trockene Zone beginnt in dieser Gegend. Darum wird vermutet, dass an diesem Punkt eine riesige Wüste beginnt. Wir vermuten, dass tief in der Wüste ein Zahnrad der Zeit versteckt ist. Dort sollt ihr eure Erkundungen anstellen. Okay, verstanden. Und was mit mir? Dicta wird in der Gilde bleiben. Wir können die Gilde nicht unbeaufsichtigt lassen. Glück. Lebunkel und ich bleiben auch hier. Unsere Arbeit hier ist auch wichtig. Sehen wir zu, dass wir unseren Job so gut wie immer machen. Ja. Und nun lass die Zahnräder der Zeit suchen, Pokémon! Luffy! Hurra! Die Nordwüste ist nicht nur sehr weitläufig und tief, sondern wird auch von verheerenden Sandstürmen heimgesucht. Seid bitte vorsichtig. Sind wir, danke. Doki, lass uns unser Bestes geben. Natürlich. Ja, wir... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Ja, Leute, wir können uns jetzt ein Knacklion finden, holen. Soweit ich weiß, ist Knacklion in der Nordwüste vertreten. Das heißt, wir könnten es dort finden. Hoffen wir mal, dass wir dort ein Knacklion finden. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ziemlich cool. Ja, sehr, sehr cool. Genophis liegt in dieser Richtung. Wenn es hier wirklich ein Zahnrad der Zeit gibt, dann taucht Raptor mit Sicherheit hier auf. Geben wir unser Bestes und suchen dieses Zahnrad der Zeit. Natürlich. Nordwüste. Ein Sandan. Duft verströmt und Pokémon angelockt. Schön. Es kann auch erst sein, dass in der Tragosso. Hi. Oh mein Gott. Und Tragosso ist auch ganz cool. Lassen wir erstmal so. Tragosso, ja, kann erstmal noch mit ein bisschen den Weg hier lang rennen. Ist Level 20? Das Level ist auf jeden Fall schon mal... Ach, dein Ernst. Das Level ist auf jeden Fall schon mal gut. Treibsandwüste heißt... Treibsandhöhle oder so heißt der Dungeon, der nach dieser Nordwüste kommt. Das heißt, da könnte es auch sein, dass da erst Knackleon auftaucht. Ich hoffe natürlich, dass er hier schon kommt. Aber es kann halt auch sein, dass er erst in der Treibsandwüste kommt. Treibsandhöhle, was auch immer. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Zack. So ein Stolunio wäre eigentlich auch ganz cool, ne? So ein Stolunio im Team haben. So, was später zu Stolos... Ach, da unten ist die was später zu Stolos wird, wäre ganz cool eigentlich. Muss ich ja sagen, aber... Ich bleibe bei Knacklion. So ein Libeldra ist schon ziemlich cool, oder? Ist schon ziemlich cool. Wieso finden wir den Weg so schnell? Das ist nicht so cool eigentlich. Aber egal. Noch ein Tragosso. Hi. Zack. Was kann unser Tragosso eigentlich so für attacken? Das weiß ich gar nicht. Attacken. Ups. Silberblick kann weg. Alter, er kann ja nichts Gutes außer Kopfnuss. What? Okay. Wir haben noch einen Belebersamen, genau. Ich war gerade der Meinung, dass wir einen Gummi gekauft haben. Im Job, aber das haben wir ja gar nicht. Hi, hu. War da oben nicht gerade Pokémon? Nee. Komm schon, Knacklion! Ich will endlich einen Knacklion im Team haben. Putz, was? Eisenabwehr. Verteidigung steigt stark. Nichts gegen Gegenschlag. War das Gegenschlag? Ich glaube Gegenschlag. Ja, wir erleiden Schaden. Aber gut, dass die Animation nicht kommt, dass wir Schaden erleiden, weil das wäre richtig nervig. Hallo Sandan. Du bist eigentlich nicht das Pokémon, was ich suche. Sternschauer. Aua. Aua. Mann, was ist das?
Warum? Warum gehen meine Attacken so oft daneben? Kann mir das mal einer erklären? Das ist echt nicht cool. Eine Glitzerbox, okay. Nehmen wir gerne mit. Habe ich nichts gegen. Nein, ich wollte eigentlich nach unten laufen. Stolperfalle. Nein! Dein Ernst? Geben mir. Danke. Hey, Tragosso. Halter! Ne, wir haben schon eins. Und hallo, Stolunio. Zock. Was? Zock. Wir machen keinen Schaden an diesem Stolunio. Dein Ernst? Da brüllt er uns einfach gegen Dragon. Kann er es wagen? Das Poke möchte ich bitte noch aufheben. Das will ich jetzt nicht bekämpfen. Nein. Sorry, Tuska. Tuska? Ich glaube, Tuska. Ich glaube, es heißt Tuska. Silberdorn, okay. Alter! Ist denn mit dir falsch? Hups. So. Energieball, bitte. Danke. Ich hasse es, wenn meine Attacken ständig daneben gehen. Es ist so ätzend, so ätzend. Ich glaube, wir finden hier noch keinen Knackleon. Hallo, Venus Liebes. Jo. Erstarb, okay. Toll. Ja. Knack, doch, Knackleon. Aber nein, warte, es ist weiblich, verdammt. Ich habe das schon einmal erklärt, warum ich nur männliche Pokémon ins Team nehme. Allein dieses weibliche Zeichen, ich finde es so, ich weiß nicht, das sieht so, weiß nicht. Ich mag das männliche Zeichen alleine viel lieber. Wäre das männliche Zeichen jetzt das weibliche Zeichen, würde ich das wahrscheinlich lieber nehmen. Aber, es kommt so total frauenfeindlich irgendwie rüber. Ich weiß nicht warum. Es tut mir leid, es soll eigentlich nicht so rüberkommen. Slimekost. Ja gut, ich glaube Slimekost haben wir im Dings noch gar nicht bekommen. Im anderen Mystery Dungeon Teil. Ich glaube nicht. Kann jetzt mal Knackleon auftauchen? Komm schon. Irgendwo. Komm schon. Auf natürlichem Wege. Ja, Knackleon! Ist das dein Ernst? Warum gibt's Mystery Dungeon hier so viele weibliche Pokémon? Das ist irgendwie krass. Nein. Ja. Sandsturm. Okay, auf dieser Ebene werden wir jetzt Knackleons jagen. Wahrscheinlich wird das auch so ewig dauern, bis wir männliches Knackleon finden. Und dann will es nicht ins Team. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Da ist Knackleon, da ist Knackleon. Mann. Dieser Sandsturm, ne? Hallo Knackleon. Es ist schon wieder weiblich und es will ins Team. Natürlich, ein weibliches will sowieso ins Team. Wir werden, oh, wir sind so anziehend. Hm. Hallo Rihorn. Du bist auch stark. Tragosso 21, wow. Alter. Wahrscheinlich Knochenmerang, ja. Knochenmerang. Nicht Boomerang, sondern Knochenmerang. Hallo Venus Liebes. Ich schicke jetzt Tragosso schon mal nach Hause. Zurück zur Gilde. Ja. Dann werden wir jetzt hier oben chillen. So, so. Darauf warten, dass ein Dings herkommt. Kein Sandan. Komm schon. Wir haben Hunger. Aber wir bewegen uns ja gar nicht, also von daher ist es egal. Nein, ich will einen großen Apfel essen einmal. Jetzt geht das auch erst wieder, okay. Moment, ich will so mich hinstellen, danke. Komm schon, Knackleon. Wir gehen jetzt eine Ebene höher.
Wegen dem Sand... Oh, dein Ernst? Ich hasse diesen Sandsturm, ne? Würde diese Textbox unten jedenfalls nicht die ganze Zeit kommen mit dem... Also, und dann das Bewegen dadurch halt aufhalten. Wir können uns dadurch ja in der Zeit kurz nicht bewegen und das ist halt ziemlich nervig. Weil man dann immer stockt einmal kurz. Das ist halt echt... Weiß ich nicht. War da gerade ein Viech auf meinem Mikro? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich kommt das Sand dann hier lang. Warum auch nicht? Auf jeden Fall. Komm schon. Oh, fuck, wir müssen den Part langsam beenden. Mann! Das ist... Warum? 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 Was? Danke! Nein, ich will dich nicht ins Team. Ohne Witz. Ich glaube, hier fliegt gerade irgendwo ein Viech rum und das stört mich gerade ein bisschen. Warum ist gerade alles daneben gegangen? Schon wieder? Komm schon. Aber nicht nur meine Attacken, sondern auch die von Dragon und von Sandan. Danke, keine Wüste mehr. Oh. Den auf Liebes, geh weg. Aber wir haben Lockduft drauf, das ist super. Dann kann es sein, dass hier vielleicht so gleich ein tschüss kleines Knackleon langläuft. Außer es ist auf diesen Ebenen jetzt nicht mehr vertreten. Denn irgendwie finden wir ja keins mehr, ne? Hey, Stolrak. Wie kann es denn sein, dass wir hier keinen Knackleon finden? Ja, Noctuska, du bist... Alter! Ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Spiel so langsam. Also an manchen Stellen auf jeden Fall. Vor allem, dass wir kein Knack... Ey, wieso... Da war eins. Ich hab's gesehen. Da ist es. Komm. Weibliches Knackleon. Natürlich ist es wieder ein weibliches Knackleon. Es tut mir leid, dass ich hier gerade ein bisschen aggressiv wirke, ne? Aber es kann nicht sein, dass jede meiner verdammten Attacken ständig daneben geht. Das sind so typische Sachen, die würden mich in jedem verdammten Spiel aufregen. Oh, da bin ich... Da bin ich echt... Ja, da bin ich... mit kompletten Emotionen dabei. Alter, ist das... Es tut mir leid, Leute. Ohne Witz, es tut mir echt leid. Aber was ist das? Warum geht jede Attacke von mir ständig daneben? So verdammt viel daneben. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Heilige Scheiße, ey. Oh. Es tut mir leid, dass ich mich darüber jetzt so aufrege, ne? Ich will mich eigentlich in Let's Play so zusammenreißen. Aber sowas kann ich gar nicht ab. Von 5 Attacken gehen 5 daneben. Das ist nicht normal. Geht weg. Oh. Es tut mir echt leid. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber manchmal, ja. Geht das dann einfach nicht mehr. Vor allem, wenn es halt wirklich tau ist. Es passiert ja nicht nur mal. Es passiert ja ständig, die ganze Zeit. Oh, hör auf mit deiner Kratzfuß. Alter. Ich wollte gerade sagen, wenn das jetzt daneben geht, ne? Fliege aber aus, ey. So, gut. Nordwüste erreicht. Sind wir am tiefsten Punkt der Wüste? Pass auf, da ist Treibsand. Der Sand wird überall nach unten gezogen. Das ist ein Sandstrudel. Wenn wir zu nah herangehen, werden wir hineingezogen. Hier ist es gefährlich. Ich sehe hier nichts, was entfernt ist und wie ein Zahnrad der Zeit aussieht. Vielleicht ist hier einfach nichts. Oh, was ist los, Doki? Dieses Gefühl. Selber hatte ich am Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Vielleicht habe ich von ihm mal gehört. Was kommt mir so vor? Als wäre ich schon mal hier gewesen. Ich weiß nicht woher. Auf jeden Fall kenne ich diesen Ort. Hör mal, Doki. Was ist los? Du warst gerade in ganz Gedanken versunken. Hier gibt es anscheinend nichts zu finden. Wie schade. Berichten wir der Gilde davon. Lass uns gehen. Er schiebt uns einfach weg. Okay, Leute. Dann würde ich aber sagen... Ja, steht zur Erkundung offen. Das ist geil. Wir sehen uns jetzt bei das nächste Mal wieder.
Haut da rein.